Was geht ab, Leute? Ihr habt euch wieder ein neues Experiment gewünscht und heute haben wir einfach mal Lava versus Feuerzeuge. Ihr seht hier, Freunde, das Ding hat 1,2 Millionen Aufrufe und ich bin gespannt, ihr habt mir dieses Video geschickt. Ich soll darauf unbedingt reagieren, weil diese Reaktion anscheinend echt heftig gewesen ist, Leute. Deswegen werden wir heute das Video angucken. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo da, Freunde, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Lasst uns mal wieder die 5000 Likes schaffen. Das wäre auf jeden Fall mega, Freunde. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt hier rein in das Video, Leute. Und ich bin mal gespannt. Hier sieht man schon, das wird quasi nachher so die Lava sein, Leute. Und dann wird er diesen Eimer, ja, voll gefüllt mit Lava auf die Feuerzeuge kippen, Leute. Oh Gott, ey, das wird, wow, das wird auf jeden Fall heftig, Leute. Denkt dran, nicht selber nachmachen, aber hier hat er quasi diese Feuerzeuge am Start. Er wird natürlich nur die ganze Zeit was mit Lava machen, nein, Leute. Aber er wird auf jeden Fall mal zeigen, dass die Feuerzeuge auch echt sind, alle funktionieren. Und der düst. Der düst da einfach mit dem Auto rüber, Leute. Was? Guck mal hier, wie das aussieht. LOL! Die haben sogar Stand gehalten. Die sind nachher gefühlt alle nur weggeflogen, weil er mit so einem Druck diese weggehauen hat, ne? Guck mal, hier sind alle einfach nur, die meisten einfach nur verbogen. Ja gut, so könnte das auf jeden Fall schon ein bisschen heftiger werden und auch mal ein bisschen rumplatzen, Freunde. Das steht sogar auf dem Feuerzeug einfach drauf. Ja, man kann auf jeden Fall sehen, die ganzen Feuerzeuge, Leute. Die wurden absolut weggeböllert, aber jetzt mal ohne Spaß. Die hat es auf jeden Fall alle richtig weggefetzt, Freunde. Also viel von den Feuerzeugen ist da nicht mehr übrig. Ich weiß auch gar nicht, wie viel sowas kostet, Leute. Und jetzt macht er, nicht im Ernst, der macht jetzt Wachsmalstifte in ein Waffeleisen, Leute. Und möchte mit quasi so einen Regenbogen kreieren. Und zack, zumachen jetzt hier. Und auch nochmal kurz zeigen, dass die auch noch da sind. Oh, die sind immer noch da, guck mal. Hä? Und jetzt macht er quasi einfach so einen Regenbogen, Leute. Also das sind quasi Wachsmalstifte, wenn die absolut flüssig sind. Und ey, hey, ich muss sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Das kannst du jetzt bestimmt einfach in irgendeinem Museum hängen und wird bestimmt für 5000 Euro gekauft werden. Na gut, nächstes Experiment haben wir jetzt hier einmal das Feuerzeug versus Mixer. Das ist ein Mixer, Freunde, okay. Ob das so gut ausgehen wird? Yo, das hat einfach, Leute, das hat den Deckel weggefetzt. Hier, guck mal hin. Und, boop, alt. Jo, oh, Mann, wie das explodiert ist, Freunde. Holy moly, Mann. Auch jetzt direkt nochmal ein zweites. Direkt mal hinterher. Mal gucken, ob er diesmal den Deckel auch wirklich ordentlich reindrücken, ne? Er fliegt trotzdem weg. Der Deckel fliegt trotzdem weg. Erst haben diese Feuerzeuge bitte schon für eine Wucht dann bei dieser kleinen Explosion. Voll nice. Komm, drittes Feuerzeug nochmal rein. Warum nicht? Weil es so viel Spaß macht, Freunde. Absoluter Deckelschießer jetzt mal ohne Spaß, ne? Hier nochmal in Slow Motion. Kann man sehen, wie das ganze Feuerzeug anscheinend hier. Und jetzt. Ja, toll. Er zeigt Slow Motion, aber nicht, wie der Deckel wegfliegt, ne? Oder? No. Oh doch, ja! Okay. Aber man kann sehen, dass das auf jeden Fall so ein richtig heftiger Druck ist da drin. Nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. Der Deckel auf jeden Fall auch richtig weit weggeflogen, ne? Einmal ein Stück Seife, Freunde. So, die sieht auf jeden Fall normal aus, wie Seife halt einfach aussieht, ne? So, jetzt kommt da auf jeden Fall, was ist das, Stickstoff, Leute? Flüssiger Stickstoff? Dann kann er doch locker gleich die Seife einfach so zerhauen. Weil das Ding ist, wenn man etwas komplett einfriert, dann zerspringt es einfach nur in verschiedene Teile. Oh, ja, ich hab, ja, habe ich mir aber wirklich ein bisschen besser vorgestellt, ne? Dass es wirklich in 1000 Teile sofort zerspringt. Aber, ja, das Ding ist natürlich auch ein bisschen dick, ne? Muss man natürlich auch so sehen. Aber hey, Slow Motion hier auf jeden Fall auch wieder mega cool, Leute. Und jetzt hier der letzte Schlag, bam. Und dann ist das ganze Ding einfach komplett auseinandergeflogen, ne? Hey, ohne Spaß, ne? Manchmal wünsche ich mir echt, dass ich auch zu Hause Stickstoff hätte. Würde mit sonstigen Sachen einfach einfrieren. Okay, jetzt noch einmal hier so ein Magic Cube, Freunde. Einmal so ein Zauberwürfel. Und, ja, gerade ist er gelöst. Der ist gerade gelöst. Mal gucken, ob der Reifen den Zauberwürfel entlösen kann, Leute. Den wieder durcheinander bringen kann. Marke. Gespannt. Ob. Ja, man kann sehen, ohne groß zu zögern, der Zauberwürfel macht Puff. Ja, einfach Puff. Und ja, ich glaube, ein bisschen so zusammenkleben und schon kann man den wieder gut gebrauchen. Ey Leute, wisst ihr, was ich früher mit meinen Zauberwürfeln gemacht habe? Ich habe die nicht lösen können. Ich habe die Dinger einfach ausgebrochen. Habe den quasi den so zusammengepastet, dass der gelöst war, ne? Dann kann man den auch nie wieder benutzen. War auf jeden Fall einmaliges Erlebnis, ne? So, jetzt hier, Leute, kommen wir jetzt sogar schon zu der Lava.
Oh, okay. Und nach der Lava natürlich auch nochmal richtig heftige Experimente, die ihr auch nicht verpassen wollt. Logischerweise. Jetzt kommt hier auf jeden Fall irgendwas rein. Was ist das, Leute? Ist das irgendwie so ein... Ist das Kupfer? Boah, die Flamme ist einfach grün. Yo. Die Flamme ist einfach grün, Leute. Ich kenne eine blaue Flamme, aber eine grüne Flamme habe ich selten gesehen. So, hier. Das Feuerzeug-Pack ist wieder am Start. Und oh, wie der Held ist auch einfach leuchtet, ne? Ich bin mal gespannt, wenn das wirklich das Ding auf alle rauf macht. Wir haben gerade gesehen, ein Feuerzeug hat den ganzen Mixer weggeknallt, Freunde. Okay, wenn ihr genauso gehypt seid auf die Reaktion wie ich, dann lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like da, Freunde. Los, liken und... Oh, oh. Yo, was für eine Stichflamme, Digga. Oha. Was? Und da... Ey, guck, da red... Yo. Das Ding ist einfach ein kompletter Flammenwerfer, Leute. Und komm, noch mal ein bisschen mehr jetzt hier. Die Ecke hat noch nicht genug abbekommen. Die rechte Ecke. Oh mein Gott, ey. Das sieht ja... Oh, das... Alter, das sieht... Oha, Mann, das sieht echt richtig, richtig cool aus, ne? Hier, Leute. Boah. Richtig unspaß, ne? Ein richtiger Flammenwerfer. Die Dinger speien einfach Feuer bis zum geht nicht mehr, ne? Oh. Ey, ohne Spaß. Das sieht wirklich zu nice aus, ne? Aber ich bin gespannt, was wir jetzt leider für Experimente haben, weil die sollen anscheinend auch richtig, richtig heftig sein, ne? Ohne Spaß. Stretchy, die Matchy Me Armstrong ist wieder am Start, Freunde. Hier, den kann man komplett auseinander stretchen. Und ob der Typ ein Auto oder so überlebt. Guck mal hier, Alter, wie der den auseinanderzieht. Ey, das erinnert mich voll an Die Unglaublichen oder so heißt, glaube ich, der Film. War das, glaube ich, für Incredibles? Und dann der eine... Flash oder so, oder irgendwer, der sich so langziehen konnte, oder war das die Frau, glaube ich, war glaube ich die Frau, ne, von dem, die so richtig so langziehen konnte. Schreibt es doch gerne in die Kommentare, wie die heißt, Freunde, würde mich gerade echt wirklich interessieren, weil ich habe gerade echt den Namen von ihr vergessen, aber jetzt komm hier, über Stretch die Match hier rüber, Leute, hier, guck mal, eiskalt, uff, und ab nach vorne, Gesicht auf dem Boden, oh, ey, ihr habt gerade, glaube ich, nicht, auch unter mir so ein bisschen gesehen, der sah ja gerade absolut lustig aus, der Typ. Also das Gesicht auf jeden Fall kaputt, Freunde. Hier nochmal, zack, mal kurz das Knie küssen. Der küsst gerade einfach sein Knie. Und bub. Boah, das Bein ist ja jetzt auch noch komplett platt, ne? Alter, Freunde. Komplett weggemacht, der Typ. Komplett. Ja, rest in peace. Auf jeden Fall an Stretch Armstrong, Freunde. War auf jeden Fall ein Ehrenmann. Hier nochmal sein Ohr. Jetzt sieht der eine aus, jetzt sieht der aus wie der eine Typ von Terminator oder so, ne? Der so dieses halbe Gesicht hat und dann so im Bett liegt, Leute. Ist das jetzt hier so ein China-Böller oder so, Leute? Oder so ein Pol... Oh Gott, ey, der packt ihn in so eine YouTube-Kiste rein. In so ein Fass, Freunde. Und jetzt schießt das Ding weg in die Luft damit. Oh, aber anscheinend scheint es ja nicht so gefährlich zu sein. Ach, das ist eine Rauchbombe. Ach so, ich dachte, das Ding fliegt jetzt so richtig heftig in die Luft oder so, ne? Aber nein, das ist eine Rauchbombe, Freunde. Ja, kann man machen. Nicht schlecht, ohne Spaß. Alter, das Ding sieht echt heftig aus. Hier, komplett entleert. Und das ganze Ding raucht jetzt blau bis zum geht nicht mehr. Was ist das jetzt hier? Ist das jetzt ein Böller? Rennt er weg? Er rennt... Oh, der rennt weg. Okay. Ich glaube, es könnte ein Böller sein, Freunde. Mal gucken. Auch eine Rauchbombe. Okay. Oder? Ist, ja, doch, wieder eine Rauchbombe. Aber ey, Alter. Die ist auf jeden Fall viel, viel besser als die blaue eben, Freunde. Das war ohne Spaß. Ja, aber ich hätte, da hätte ich mir wirklich gerade gerne einen Böller gewünscht, der einfach richtig wegpfeffert, jetzt mal ohne Spaß. Eine Kerze anzünden kann ja jeder, ne? Aber was macht der jetzt hier noch mit der Kerze, Leute? Anscheinend muss er auch noch irgendwas machen. Oh! Aha! Die 1000 Grad heiße Kugel, die wir alle kennen, Leute. Hier drückt er da gerade den Docht einfach runter und zack. Boah, Leute, wie schnell die Kerze einfach schmilzt, ne? Yo, okay. Oh, hier! Adios, Kugel! Titanic! War auf jeden Fall eine Ehre, mit dir geschwommen zu haben, Kugel. Hä? Ja, guck mal. Leute, die Kerze weint. Die Kerze weint. Wenn ihr auch nicht wollt, dass die Kerze weint, lasst jetzt ein Abo da, Freunde. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button. Checkt eins von den beiden Videos hier aus, einfach draufklicken. Und abonniert diesen Kanal für tägliche Reaktionen und mehr. Ciao, ciao.